Lufthansa sieht sich wieder einem Streik ausgesetzt. Verdi droht, ja, ganz genau. Verdi droht mit neuen Streiks. Haben die heute nicht irgendwie ihre ersten Verhandlungstag? Komische Strategie, aber nun gut. Dann geht's weiter. Wir haben Diesel Alert, Premium Economy. Da geht es von Nordamerika nach Bali. Ein super Deal mit Singapore Airlines. 1250 Dollar ungefähr. Wir haben Skandinavien. Flüge, also das heißt Skandinavienflüge, muss ich ehrlicherweise sagen, Lufthansa, die haben da einen neuen Tarif vorgestellt, der direkt Ablasshandel betreibt, so wie in der guten alten Kirche. Da könnt ihr dann quasi den Green-Tarif kaufen, dazu gehe ich gleich mehr ein. Dann gibt es noch IHG One Rewards, die haben Punkte-Sale, da ist noch ein bisschen was an Klärungsbedarf. Und Flugchaos, warum schafft es die Eurowings, die Condor und solche Fluggesellschaften, ihren Flugplan relativ stabil zu halten? Und Fluggesellschaften wie die Lufthansa kacken ab, um es mal ganz brutal zu sagen. Mein Name ist Lars, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem auch mehr Status zu bringen. An dieser Stelle natürlich wie immer der Reminder, und zwar der Reminder, dass es wieder Stammtische gibt. Frankfurt, München und Berlin, nicht in der Reihenfolge. Wir fangen nämlich mit München an. Am 12.8., 13.8. geht es nach Frankfurt, auch mit Jahreshauptversammlung, Vereinigung Passagier. Heißt also, wenn ihr euch für eure Rechte einsetzen wollt und auch einen Verein zur Unterstützung haben wollt, Vereinigung Passagier. Und wir haben dann in Berlin nochmal ein Come-Together am Sonntag, also ein hartes Programm für mich. Da können wir uns auch nochmal persönlich treffen am Stammtisch, das wäre der 14.8. Was habe ich noch zu erwähnen? Abonnieren, Glocke an, Like und Kommentar, ihr wisst ja, wie es geht. Das erste Thema ist Lufthansa und Verdi. Die haben ja gestreikt letzte Woche, heute fangen die ersten neuen Themen wieder an, wo man verhandeln möchte. Jetzt hat aber Verdi irgendwie die Verhandlungsrunde angefangen mit der Drohung. Natürlich verstehe ich, dass man sich im Flughafenhotel am Frankfurter Flughafen, welches weiß ich jetzt ehrlicherweise nicht, um die 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bodendienstleister kümmern möchte, oder beziehungsweise des Bodendienstleisters Lufthansa kümmern möchte. Und ihr habt ja gestern auch festgestellt, dass andere Firmen wie AHS und wie sie alle heißen, besser bezahlen als die Lufthansa. Zumindest hat Verdi das gesagt und sagt einfach, dass man hier jetzt ein Angebot haben möchte, was knallt. Das sind jetzt meine Worte. Die Originalworte von Christine Behle war einfach, dass sie ein abschlussfähiges Angebot hat. Und jetzt nochmal zum Mitschreiben. Man fordert 9,5%, mindestens aber 350 Euro im Monat, woraus sich in den unteren Gehaltsgruppen höhere Steigerungen ergeben würden als diese 9,5%. Wir erinnern uns gestern an die 26. Zudem soll das Mindestlohnniveau auf 13 Euro steigen. Und später einen tariflich fest vereinbarten Abstand zum gesetzlichen Mindestlohn haben. Dieser steigt zum 1. Oktober diesen Jahres auf 12 Euro. Also ich stelle mir das so vor, dass man sagt, hey, die sollen immer 2, 3, 4 Euro mehr bezahlen, als der Mindestlohn ist. Und wenn der Mindestlohn dann angepasst wird, steigt der Lohn automatisiert. Macht das nicht Verdi dann obsolet, wenn das einfach so automatisiert geht, so quasi so ein Inflationsausgleich? Ich weiß es nicht. Aber hier einfach eure Kommentare. Was haltet ihr von dem Stil? Was haltet ihr davon? Einfach Messer an Kehle, Pistole auf die Brust oder wie das so immer schön heißt, ist eine Verhandlungstaktik. Dieses Flugchaos, was wir am Mittwoch hatten, ist natürlich unschön. Und wir haben ja auch Flugchaos, ohne dass die Kolleginnen und Kollegen der Bodendienstleister streiken. Und jetzt fragt ihr euch, warum ist die Condor, die Eurowings, warum sind die da einfach nicht betroffen von den Flugstornierungen in der Form, von den Verspätungen? Warteschlangen haben sie natürlich auch bei der Security, aber sie machen halt nicht so viele Schlagzeilen. Und die haben auch irgendwie nicht so die Personalprobleme. Warum ist das so? Und zwar, es passiert ja so, dass bei der Lufthansa Personal gefühlt an allen Ecken, Enden und überall fehlt. Und mittlerweile Lufthansa ja Tausende von Leuten entlassen hat. Und die Ferienflugflieger, also die Ferienflieger-Flugpläne, die halten ihre Flugpläne ein. Und die Condor, TUI Fly oder wie sie alle heißen, selbst die Eurowings hat ja bei dem Streik relativ gut abgeschnitten, hat einfach zusätzliche Flüge sogar angeboten, die TUI Fly.
um Kunden zu transportieren. Und man sagt bei der Conda, hey, wir haben kein Personal abgebaut. Das ist der Unterschied. Und Lufthansa hat natürlich auch ein anderes Geschäftsmodell. Man muss aber sagen, dass Lufthansa nicht nur schlechte Personalplanung betrieben hat, sondern auch als Netzwerk-Airline ein ganz anderes Problem hat. Warum? Ganz einfach, weil man darauf angewiesen ist, von den Drehkreuzen München und Frankfurt zu fliegen, dass die Zubringerflüge da sind und natürlich, dass diese Zubringer synchronisiert sind mit den Intercont-Flügen. Und da ist es halt wirklich so, dass die natürlich auch dann fliegen, wenn Stoßzeiten sind. Wobei die anderen natürlich auch zu Stoßzeiten fliegen, aber teilweise auch schon früher anfangen. Also wenn man sich das anguckt, man wartet ja in Frankfurt teilweise auf die erste Welle, die dann aus Europa in Frankfurt ankommt. Ich sehe das ja selber zum Beispiel von Helsinki morgens um 6 Uhr nach Frankfurt fliegen, damit man dann mit der ersten Welle nach Amerika fliegen kann. Da sind aber die TUIs und so alle schon weg in Urlaub geflogen. Und das ist der Grund. Man hat also nicht nur Personal zu viel gespart, sondern man hat auch einfach ein Konzept, was anfällig ist, weil halt so viele Rädchen ineinander greifen. Auch hier, was haltet ihr davon bei so einem Legacy Carrier? Ist das vielleicht ein Konzept, was keine Zukunft hat? Weil wenn man sich Ryanair zum Beispiel auch anguckt, Ryanair fliegt ja auch zum Beispiel nie, dass man so kombinierte Tickets richtig ineinander kaufen kann. Das sind ja immer Einzeltickets, die man kauft. Und bei Lufthansa ist es halt als Netzwerk-Carrier so, du fliegst halt von A nach C über B und kriegst das als Ticket. Bei Ryanair geht das halt nicht immer so. Lufthansa hat sich ja auch auf die Fahnen geschrieben, man möchte ökologischer werden. Logisch, 2050 ist das Ziel, oder 55, Fit for 55, glaube ich, ist es. Dann wäre es 2055. Und es gibt ab Dänemark, Schweden, Norwegen bei der Lufthansa-Gruppe, also bei der Swiss, bei der Lufthansa logischerweise und bei der Austrian, einen sogenannten Green Rate oder Green Tarif, Grün Tarif auf Deutsch. Und dieses Ziel dieses klimaneutralen Fliegens will man mit diesem Tarif schaffen, denn dieser Tarif hat einen vollständigen CO2-Ausgleich im Preis. Der Ausgleich erfolgt zu 80% über Klimaschutzprojekte und zu 20% über den Einsatz nachhaltiger Flugkraftstoffe, also dieser SAF. Das heißt also Sustainable Aviation Fuels. Am Dienstag hat man gestern das Projekt also gestartet und der heißt Green Fair, so ist der richtige Ausdruck. Und man hat ihn allen Gästen angeboten, die ihren Flug ab Dänemark, Schweden und Norwegen buchen, wird neben den bekannten Tarifen Light Classic Flex natürlich als zusätzliche Option angeboten. Wenn man sich das Ganze anguckt, ist das so, dass das auch bei der Business Class natürlich gibt. Und da gibt es halt dann Light, Economy, Classic, Economy, Green, Economy, Flex. Und der Economy Flex Tarif ist der gleiche Preis wie Economy Green, also quasi der teuerste, hat aber einige Funktionen weniger. Heißt also zum Beispiel, wenn man sich das anguckt, man hat bei dem Flug bei Economy Green keine Refund-Möglichkeit. Also man kann kein Geld zurückbekommen. Bei dem Economy Flex wäre das so möglich, außer 70 Euro. Dann Rebooking ist bei beiden möglich. Natürlich Tarifdifferenz bei beiden auch vorausgesetzt. Beide haben ein Check-in-Tasche mit 23 Kilo und ein Carry-on mit 8 Kilogramm, haben Sitzplatzreservierung. Und jetzt kommt der Unterschied. Bei Economy Green ist der Flug halt natürlich CO2-neutral, bei Economy Flex nicht. Bei Economy Flex kann man einen, wie das so schön heißt, Earlier Flight on Day of Travel bekommen, where available. Also das heißt, man kann früher fliegen, kann die Priority Security Lane benutzen, wo es sie gibt, hat Priority Boarding, wo es das gibt. Ich finde es immer lustig, dass es eingeschränkt wird. Also das heißt, man bezahlt dasselbe Geld, hat aber nicht die Vorteile. Ich fände das eigentlich in meinen Augen viel besser, weil jetzt mal unter uns Hausfrauen, was kostet denn Lufthansa Earlier Flight on Day of Travel? Das ist ja nur eine interne Buchung, wenn es einen Platz frei gibt. Dann die nächste Sache, Priority Lane, gut, das kostet Geld, das muss man am Flughafen zahlen. Aber hey, das müsste es der Lufthansa doch wert sein. Und jetzt gehen wir doch einfach mal weiter. Es gibt ja Fluggesellschaften, die wollen von uns kein Geld haben. Warum? Ganz einfach. Natürlich kann man sich das einfach angucken, weil die Swiss diese Klimaziele 2050 netto CO2-Emissionen auf null zu reduzieren. Aber wenn man bei EasyJet sich das anguckt, die kompensieren selber. So kündigte EasyJet ja schon 2019 an, dass man die CO2-Emissionen kompensiert.
Und das tut man halt, indem man wirklich Programme zum Schutz vor Waldrodung unterstützt, Bäume pflanzt, erneuerbare Energien fördert. Und diese Projekte zielen alle darauf ab, dass man wirklich CO2 verhindert und das vorhandene CO2 in der Atmosphäre verringert. Ich kann da nur dem beistimmen und beipflichten und sagen, hey Lufthansa, warum macht ihr das nicht? Ihr nehmt gerade so viel Knete dafür. Wenn euch das so wichtig ist, warum wälzt ihr das auf die Passagiere ab, wenn andere Fluggesellschaften das selber machen? SAS Scandinavian Airlines macht das ja auch. Wenn ich also ein Meilenticket kaufe bei SAS auf Eurobonus und bezahle dann kaum Geld. Wenn ich da einen Flug kaufe, bezahle ich nach Nordamerika, was waren es, 40 Euro oder sowas? Ich weiß es jetzt gar nicht. Also wirklich vernachlässigbar. Bei Lufthansa sind wir mehrere hundert Euro. Und die Schweden, oder sind ja Schweden, Dänen, Norweger, die kompensieren ihr nicht, obwohl ihr mehr Geld nehmt. Also irgendwo da sollte man nachverhandeln. Nachdem wir heute kritische Themen hatten, wieder wie immer, und ich natürlich gucken muss, dass mein Blutdruck wieder runterkommt, haben wir etwas Schönes. Und zwar gibt es natürlich jetzt bei IHG einen Bonus-Flash-Sale, der sogar ein erhöhtes Limit hat. Man kann 100% Bonus bekommen, wenn man bis zum 8. August Punkte kauft bei IHG. Und natürlich, diese IHG-Promotions sind Promotions, die es regelmäßig gibt. Und Member können halt bis 150.000 Punkte kaufen. Manchmal gibt es auch dieses Limit erhöht auf 250.000 Punkte. Aber in diesem Fall ist es einfach so, dass man jetzt 150.000 Punkte in der Spitze kaufen kann, würde dann mit 100% 150.000 Punkte bekommen. Das sind dann natürlich, und ihr könnt das ja selber rechnen, 300.000 Punkte. Diese 300.000 Punkte kosten euch 1.500 US-Dollar im Moment im Shop. Und wenn man sich das jetzt mal anguckt, fragt ihr euch natürlich, hey, für einen halben Cent die zu kaufen, für 0,5 Cent, vielleicht ein halber Cent, zu kaufen, dann ist das etwas Sinnvolles oder nicht. Und IHG hat das Programm geändert und IHG hat halt diese Pricing flexibel gemacht. Das heißt also, dass der mit dem Preis geht von der Zimmerrate. Ich hatte bei der ILA in Berlin 70.000 Punkte bezahlt für ein Zimmer, was sonst aber fast 480 gekostet hätte, also Euro. Ich fand das eigentlich okay, weil ich wollte keine 1.000 Euro für zwei Tage bezahlen. Das fand ich komplett Banane. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass die Punkte, wenn man sich das anguckt, könnt ihr ja ausrechnen, ich hätte 1.500, ich hätte die Punkte für mehr Geld gekauft. Also ich hätte dann quasi für 1.500 Dollar hätte ich ja 1.500 Dollar, hätte ich 300.000 bekommen. Heißt also für ein Viertel davon von 1.500, das wäre das der Value, oder sogar billiger gewesen. Also in so einem Fall würde es Sinn machen. Gerade noch schnell nachgerechnet. Kommentiert unten. Auf jeden Fall ganz wichtig ist, macht es Sinn. Es macht immer nur dann Sinn, Punkte zu kaufen, wenn man einen Use Case hat. Also wenn ihr was damit vorhabt, nicht auf Halde zu legen. Wenn ihr Punkte habt und wisst nicht wohin, dann macht es keinen Sinn, egal wie billig die sind, zu kaufen. Und natürlich ist es so, dass wenn gerade Sale ist, einfach die zu kaufen, das ist einfach sinnbefreit. Und gerade mit diesem variablen Pricing ist das auch etwas ein Problem. Und diese Cash-Preis-Regulierung ist so problematisch. Aber wenn ihr kaufen wollt, wenn ihr Punkte haben wollt, dann macht es Sinn, jetzt zu kaufen, weil ihr dann einen Use Case habt. Es macht also keinen Sinn, wenn es 50% nur sind. Bei 100% macht es einfach Sinn. Wichtig ist, ihr müsst die kaufen bis zum 8. August, also 7. August amerikanischer Zeit, bis zum 8. ist das abgeschlossen. Macht es, tut es. Wenn ihr Fragen habt, wie ihr das mit eurem Finanzamt abrechnen könnt, schickt mir eine Nachricht, es gibt dafür alles eine Lösung. DealZone, den Deal hatte ich euch auch versprochen. Der Deal ist von Singapur Airlines und zwar von New York nach Bali für 1.250 US-Dollar. Und da fliegt ihr dann in der Buchungsklasse R und E. Diese Buchungsklasse R und E hat einfach so eine Restriktierung und die Restriktierung ist, dass das Ticketing muss fertig sein 90 Tage vor Abflug. Minimumaufenthalt gibt es nicht, Maximumaufenthalt ist 12 Monate, ist halt logisch.
kostet ein Stopover. Tickets sind nicht refundierbar, aber ihr könnt das Ticket umschreiben lassen gegen Fare Difference. Jetzt fragt ihr euch, wie viele Punkte bringt die Bude oder was für eine Strecke würdet ihr vorschlagen? Und zwar im Prinzip gibt es einfach den Direktflug. Und zwar ist das von New York dann nach Den Pasar über Singapur. Ist ja logisch, das ist ja Singapore Airlines. Und da könnt ihr dann fliegen. Ich finde das Produkt eigentlich gar nicht so schlecht. Bei Air Canada und bei TAP, bei Virgin, South African und bei fast allen Fluggesellschaften bis runter Turkish Airlines gibt es dann 21.142, ich wollte eigentlich China Airlines sagen, weil China Airlines normalerweise mehr gibt und die geben auch nämlich mehr. Air China gibt 34.026. Vistara gibt 30.672 Meilen. Und wo ihr keine Meilen gut geschrieben kriegt, ist immer irgendwie Air New Zealand. Und wo es wenig gibt, ist bei JetBlue. Bei Avianca sind es auch nur 2.000. Air India 2.000. Copa auch nur 2.000. Aegean ist übrigens mit 2078 in einem Niedrigclub drin. Anna ist bei 20.000 immerhin. Also ihr seht den Sprung an Meilen, den ihr für diese Rate bekommt. Danke, dass ihr wieder Frequent Traveler TV Takeoff heute angeschaut habt. Ich hoffe, ihr nehmt das nicht so übel mit dem Streikdrohung von der Verdi-Gewerkschaft, dass ihr vergesst, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch wirklich zu kommentieren, was ihr über die heutige Sendung denkt. Und denkt an den Stammtisch. Würde mich freuen, wenn ich euch mal persönlich sehe. Und jetzt werde ich weitermachen mit meinen Calls. Heute auch wieder einige gehabt in Bezug auf amerikanische Kreditkarten und Senatorkarte. Also wenn ihr Fragen dazu habt, gerne immer per WhatsApp. Link ist in der Show Details. Ich habe dann Show Details. Ich sage einfach in der Show Details. Also bis dann. Ciao. Bis morgen.